Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano in der Bruderkrieg-Kampagne. Beim letzten Mal haben wir uns hier zurückgezogen und sind jetzt eigentlich direkt erstmal dran, hier einen Rundenwechsel zu machen und zu schauen, wo er jetzt überall nachpusht. Ich vermute mal, das wird an einigen Stellen sein. Und wir müssen dann entscheiden, wo wir wieder einen Gegenangriff gehen, um seinen Vorstoß da entsprechend zu verzögern. Da pusht er auf unsere Scouts drauf. Können wir da eventuell die Unterdrückten da angreifen? Er zieht da direkt auch Einheiten nach. Mit den Leo 1 dort gegen der T-55er zu fahren und ATGMs ist natürlich tricky. Dementsprechend würde ich... Panzer Grenadier Battalion 142 has deployed in Schwalmstadt. They are ready for battle. Okay, das ist natürlich die Frage, was wir mit dem Panzergrenadierbataillon machen. Ich ziehe es mal Richtung Alsfeld, um entsprechend drauf zu reagieren. Und unsere Scouts lassen wir mal ausweichen, dass die da nicht überrannt werden. Und hier gehen wir jetzt mal in den Angriff und greifen hier die das Panzerbataillon an mit natürlich unseren Abrams und mit dem Panzergrenadieren und wir nehmen diesmal auch die Luftunterstützung mit und wir sehen, er zieht selbst Luftunterstützung nach und er zieht auch noch ein anderes Bataillon mit nach. Das haben wir auch gesehen. Da wäre es cool, wenn man kurz nochmal sehen könnte, gegen wen wir jetzt wirklich spielen. Das hatten wir jetzt bloß einen Bruchteil von einer Sekunde gesehen. So, und dann starten wir mal. Das heißt, wir spielen jetzt nicht nur gegen die T-55er, sondern wir spielen auch noch gegen Infanterie. Das heißt, da wird ein bisschen mehr stehen. So, ich hätte am Anfang gerne ein paar Scouts. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Auf dieser Position. Ich hätte Geparden, die hier mitgehen. Ich hätte gerne Panzergrenadiere. Was sind Ihre Befehle? Die dahin gehen. Ich hätte gerne einen Scout Abrams, der sich hier hinstellt. Ich hätte gerne einen regulären Abrams, der sich damit hinstellt. Ich möchte bitte einen Marder-Offizier, der da auch mit hingeht. So. Außerdem noch weitere Panzergrenadiere, die auch mit dahin gehen. Das Ganze unterstützen wir mit Moon-LKWs. Die gehen erstmal dahin. Und hier drüben. So, erstmal den Offizier Abrams. Haben wir da immer nur einen gehabt? Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. So, dahin. Dann noch einen Scout. Der fährt damit hin. So, dann Flugabwehr. Dahin. Wir nehmen hier natürlich Versorger gleich mit. Damit wir zügig die Verluste auffüllen können. Einen Bradley hätte ich gerne hier drüben. So, jetzt haben wir noch 11 Punkte. Nehmen wir Artillerie mit? Oder ich habe eine bessere Idee. Wobei, am Anfang weiß ich nicht, wie viel Flugabwehr er irgendwie stehen hat. Wir nehmen mal eine AT-Phantom. Wir haben HEs, HE2 und AAs. Jetzt haben wir noch 7 Punkte. So. Damit starten wir mal. Er nimmt natürlich direkt die Punkte ein. Er hat natürlich viel weiter vorne gestartet, das ist klar.
Und damit versuchen wir ihm jetzt hier ein bisschen unter Druck zu setzen. Jetzt ist er nämlich schon bei plus 7. Wir müssen unbedingt hier an den Punkt relativ schnell rein. Radio-Check, höre Sie klar und deutlich. Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin. So, der geht ein Stück zurück. Sind hier oben alle da? Nein, noch nicht. Der geht nach vorne. Vielleicht machen wir das auch mal anders und gehen von hier aus an die Sache ran. So. So, und der Abrams stellt sich da längs der Straße auf. Und wir gucken, dass wir jetzt schleunigst hier reinkommen, sonst haben wir nämlich gleich verloren. Tank ready. Follow me. So, wir unterstützen das hier mit weiteren Abrams. Damit wir hier quasi längs lang pushen können. Waiting for air or ground target. Engage on sight. Yes, sir. So, kommt schon, Jungs. Der Offizier ist mal rein in den Punkt. I'll report to you when I'll get there. Nein, natürlich jetzt. Okay, da geht's schon los. Konkurs. Sehr schön. Yes, Captain. We'll find them and then we'll kill them. Gucken, was er da noch so stehen hat. Müssen wir jetzt aufpassen, wer jetzt hier die meisten Verluste kriegt. Das ist blöd, dass die jetzt alle nur auf den einen gehen. So, kannst du bitte mal nebeln, Kollege? Nebeln! Ach ja, ist unter Schock, verdammt. Oh oh, ich glaube, den verlieren wir jetzt direkt auch. Ja, shit, das war keine gute Idee, die da durch den Wald zu führen. Oh Gott. Mal gucken, ob das hier gut geht. Da ist der nächste raus. Okay, unsere AT arbeitet dort, wird aber auch unter Feuer genommen und jetzt gucken wir mal, dass wir hier langstoßen können. So, und die Versorger bewegen sich mal hier lang. So, die BMPs müssen da erstmal raus. Hier war kurz jemand gespottet. Die ganze Mannschaft bewegt sich da rein. Die Versorger gehen damit hin. Ich hätte gerne hier weitere Versorger. Und ich hätte gerne... So. Good job, Gunner. I'll lead the attack myself, sir. Waiting for instructions.
Where do you want it delivered? Da ist so eine Strela. Perfekt. So, hier muss der Offizier rein. Wir müssen den Offizier, der jetzt hier irgendwo steht, finden. Und wir versuchen mal von hier drüben aus an den Punkt ranzukommen vielleicht. Yes, Captain. Panzer einsatzbereit. Panzer haltet. Naja, wir hätten die später ausladen sollen oder wieder einladen sollen. War Daddy to Red Leader. I'm listening. Oh, hallo, BMP. Vielleicht sollte unser Offizier nicht als erster vorne wegfahren. Waiting for instructions. At your orders. We'll find them and then we'll kill them. It's hard here. At your orders. To all units, enemy sighted. War Daddy to Red Leader. I'm listening. Da geht der nächste Abrams raus. Schlecht. So, ist der Offizier denn jetzt hier mal drin? Beweg dich rein. Los. Ich brauche die Punkte. Sonst haben wir hier gleich verloren. Zwei Abrams haben wir schon verloren. Nicht gut. So, wir müssen unbedingt den Offizier hier finden. Was macht denn unser Offizier? Ringelpiez mit anfassen. So, jetzt geht's hier drüben los. Das war fast zu erwarten. So, ist das der Offizier da? Ja, das war der Offizier. Dann ziehen wir uns hier erstmal zurück. Wir gehen mit den beiden da in den Angriff. Wir stellen die da auf. Und versuchen die dann zu versorgen. So, plus eins hat er jetzt noch. So. Yes, Captain. Full throttle. Go back slow. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit erstmal gewonnen. Ready, sir. As fast as we can. At your orders. Aber er wird natürlich auch Einheiten nachführen, das ist klar. Feind im Nahbereich. What are your orders, sir? Okay, sir. Good job, Gunner. Er versucht da durchzukommen. Ich vermute mal auch, er wird versuchen, hier durchzukommen oder hier lang zu kommen. Wobei das hier, also das hier können wir abfangen. Hier müssen wir gucken. What do you need, Captain? Full throttle. Dort müssen wir jetzt schauen, dass wir die wieder aufladen mit dran, drauf, drüber. Mit Benzin oder mit Sprit. Und wir brauchen hier natürlich auch einen Offizier, den wir mitführen können. So, und hier müssen wir mal gucken. Der Offizier steht irgendwo da hinten höchstwahrscheinlich. Stellung halten. Fünfte Kompanie bereit. Panzer einsatzbereit. So. Feind im Nahbereich. Auf Empfang. Marsch, marsch. Roger. Search and destroy. I hear you loud and clear. Yes, sir. Engaging target. Successful hit. Nice. Auf Empfang. Nachschub ist schon unterwegs.
Achtung! Feind im Nahbereich! Noch was. Es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Ich führe von vorn. Landung gefällt! Da hinlang! Infanterie bereit! Achtung! Feind im Nahbereich! Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! So, mal gucken, ob der Maler was machen kann, bevor er da rausgeht. Rückwärts, Marsch! Rückwärts, Marsch! Rück zum Feind! Sammeln, Befehlsausgabe. Shit. Oh, shit, 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 shit. Was ist denn da los? Infanterie bereit. Rückwärts, Marsch! Rück zum Feind! Bestätige! Mission erhalten! Zerschlagen Ziel! Loud and clear! Wo wir sind, wird gestorben! Mal gucken, ob die HEs da was auf... Feind im Nahbereich! Zu Befehl, Ground Control! Leeren Zone! Winchester, fliege zurück zum neuen Auspositionieren! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr. Okay, Panzer im Wald ist natürlich spannend. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte. Winchester, fliege zurück zum neuen Aufmunitionieren. Feind vernichtet. Infanterie bereit. So, kommt schon, ihr schafft das. Der ist hinüber. Ja, sind in Bewegung. Adler 1 bereit. Okay. Da geht's weiter. Da steht also noch ein bisschen was. Okay. Oh, hallo. Yes, sir. Yo, und dann nimmt man direkt den Offizier raus. LOL. Das kann ja natürlich jetzt nicht wahr sein, oder? Oh, really? Direkt den Offizier? Yes, Captain. So, wir haben uns hier ein bisschen... Verstanden. Sind unterwegs. Ende. Transportkommando bereit. Tank ready. Hunting for commies. Ja, wir nehmen ihm hier so Schritt für Schritt ein bisschen was raus. Das Problem ist jetzt, wir müssen Gas geben. Sonst verlieren wir das jetzt hier gleich. Warum fährt denn der nicht weiter? Weiter, vor! Aber wir müssen uns natürlich nichts vormachen. Wir müssen jetzt mit der Truppe hier auch mal aktiv werden, denn die einfach nur so rumstehen lassen ist keine gute Idee. Hier ist irgendwo noch ein Flugzeug. Komm, John. Wir treffen nicht. Nice. Das BMP bitte. Nice. Sehr gut. Okay. Dann zieht euch mal zurück. Ihr kriegt einen Versorger.
Und wir gucken, dass wir von hier hinten in irgendeiner Form rankommen. Ihn vielleicht parallel von dort aus unter Druck setzen. Den Offizier in dem Punkt rechts werden wir nicht finden. Da kommt Artillerie, wir bewegen uns weiter, wir fahren weiter, wir fahren weiter. Wir müssen hier mal ein bisschen Infanterie dazu holen. Haben die sich alle schon ausgeladen? Haben wir die alle schon verloren? Sind das die einzigen Infanteristen, die wir noch haben? Ne, hier sind auch noch welche. Das sind zwei und das ist nochmal einer. Plus der Offizier, den setze ich mal auf nicht schießen. Okay, sehr gut. Hallo, was haben wir denn da Schönes? Mhm. Sehr schön. Sehr schön. In Bewegung bleiben, damit die Artillerie uns nicht so wehtut. Hallo. Noch mehr Fahrzeuge. Moon. Weiterfahren. Hier war irgendwo noch eine... Ja, da bitte. Und den Versorger, den verkaufen wir gleich. Und wir holen hier mal noch einen Abrams dazu. Weil das sind mir tatsächlich gerade ein paar zu viel. So, wir pushen von hier aus rein. Wir müssen uns hier ein Stück zurückziehen. Und hier ein bisschen mit dem Spotting spielen. So, er baut sich hier so eine kleine, wie soll ich sagen? Nice. So, der Offizier. Ich weiß zwar nicht, warum ich den jetzt gesehen habe. Okay. Das ist wichtig, den jetzt rauszunehmen hier. Ja, nimmt mir den Aufklärer natürlich raus, das BMP.
So, wir brauchen hier also... Ah, er hat dort beide Abrams rausgenommen, den Aufklärer und den... und den regulären Abrams. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ja, weil da welche standen. Kommt schon, ihr müsst da. Oh Gott, da haben wir in dem Wespennest gestochen. Eieiei. Aber immerhin, wir führen jetzt. Oh, Scheiße. Ich muss mal jetzt hier noch ein bisschen Versorgung ran, also ein bisschen Unterstützung ranführen. So, wie sieht's hier aus? Dann nehmen wir ihm die T-55er aufs Korn. Dann gehen die Bradleys raus. Scheiße. Ja, er riecht jetzt den Offizier dort und hat dementsprechend den T-55 damit reingeführt. Ah, komm schon. Ziehen sich zurück. Jetzt hat er den Punkt wieder, jetzt wieder mit plus 1. Aua, was ist hier passiert, ohne dass ich was gesehen habe? Nicht gut. Die werden weiter beschossen. Schwierige Mission jetzt hier. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier einfach ausweichen. So, wir versuchen mal mit seinem, mit dem Offizier hier ein bisschen Ringelpiez mit anfassen zu spielen. Eventuell können wir ihn weiter da reinführen, um ihn so ein bisschen zu verarschen. Das wäre natürlich lustig. Unseren Offizier müssen wir auf jeden Fall erstmal reparieren. Den will ich natürlich nicht verlieren. So, der Abrams hier ist unterwegs. Wir haben ihm da ein bisschen Schaden zugefügt, aber nicht ausreichend. Und hier kocht dann das nächste BMP ab. Er schießt hier weiter, weil wir gespottet sind auf die Abrams. Ja, ja, ist doch gut. So, hier, Offizier, du musst jetzt mal ein bisschen Gas geben. Und dich da reinsneaken. Wie sieht es hier im Süden aus? Mit 3 sollte es ein bisschen besser funktionieren, da gegen... so eine Übermacht an ATGMs zu fahren. Das ist halt das Hauptproblem, diese ATGMs. Die nerven halt ungemein. Und ich will jetzt auch nicht mit Gewalt hier einfach reinpushen. Ja, guck mal, da geht's schon wieder los.
Also, was man wirklich sagen muss... Wow, da geht der nächste Scout raus. Nein, zurück, 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 zurück. Was man wirklich sagen muss, die Panzergrenadiere mit den Panzerfäusten sind hier gegen die T-55er tatsächlich ein Problem. Shit! Jetzt kommt er von dort angefahren? Wie geht das denn? So, kannst du dich jetzt mal bitte hier reinbewegen? Also hier waren jetzt schon wieder Verluste dabei, die gefallen mir nicht. Wir haben jetzt ein Spritproblem hier. So, wir füllen es wieder mit plus 2. Da, Offizier, weg mit ihm, weg mit ihm. Alter, wie lange die brauchen, um... War das der letzte Offizier in dem Gebiet? Ah, könnte sein. Puh, schwierig. Kommt der jetzt mit Artillerie hin? Oh, scheiße. Nee, doch, es ist der letzte Offizier. Das Gebiet gehört jetzt uns vorerst. Damit sind wir jetzt bei plus 5. Problem ist jetzt bloß, dass wir uns hier zurückziehen müssen. Weil er jetzt hier mit Artillerie schießt, die steht da, gar nicht so weit weg. Ach, komische Situation, muss ich sagen. Wir können uns halt jetzt auch nicht so viele Verluste hier erlauben. Naja, und er führt direkt den nächsten Offizier wieder nach. Das war jetzt eigentlich klar. Und der Versorger ist direkt leer. Jetzt sind wir wieder bei plus 2. Wobei wir mal... Wo schießt er denn jetzt hin? Oh, okay. Wo ist denn der Offizier hier? Er hat hier keinen Punkt mehr. Also kein Offizier an dem Punkt. Das ist interessant. So, die verkaufen wir. Das ist schon spannend. Wie sieht denn hier die Spritsituation aus? Ziemlich scheiße. So. Das könnte hier noch ein bisschen dauern jetzt. Weil wenn... Ach, jetzt hat er den Offizier wieder in den Punkt reingeführt. Oder ist das hier einfach nur ein Anzeigefehler? Ich glaube, er hat in dem Moment den Offizier reingeführt, als wir auch wieder unseren Offizier reingeführt haben. Damit bleibt es jetzt bei plus 2. Und jetzt müssen wir hier erstmal warten, bis da der Versorger da ist. Ist der hier leer? Ja, dann verkauf dich mal bitte. Was mit euch beiden? Oh, ihr seid noch voll. Dann geht mal bitte da hoch.
Haben wir denn noch Scout Abrams? Die sind, glaube ich, mittlerweile alle tot. Nee, hier ist noch einer. Oh, really? Wie oft wollte denn noch mit T-55er durch den Wald kommen hier? Das ist echt krass, wie die... Strelas. Ja, komm. Unterstützung. Oh, hallo. Da kommt der nächste Push von ihm. Das Interessante dort ist ja... Oh, das nächste BMP. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Es ist interessant, wie er seine Flugzeuge einsetzt. Oh! Oh, der Hit war gut! So, ich habe das Gefühl, er sucht meinen Offizier hier. Komm schon. Ja, jetzt hat er natürlich wieder... Sehr schön. Und jedes Mal, wenn er hier Einheiten hinführt, kann er sie woanders nicht hinstellen. Also die BMPs und die T-55er, die da standen, waren ziemlich zwecklos für ihn. So, dann ziehen wir uns hier erst wieder zurück. Oh, scheiße. Ja, er pusht da jetzt einen Offizier raus. Er sucht ihn halt, das merkt man. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Der läuft noch leer. Und hier brauchen wir schon wieder Verstärkung. So. Guck mal da oben. Hallo, Freunde. Die Sache ist ja, müssen wir wirklich gewinnen? Oder ist es eigentlich nur sinnvoll, wenn wir ihm so viel Verluste wie möglich zufügen? Wobei, wenn er gewinnt, kriegt er, glaube ich, Siegpunkte, ne? So, wobei mir auch langsam die Moral ausgeht.
das ist am Ende gut für uns. So, wir versuchen hier nochmal den Offizier wieder an den Punkt zu kriegen, einfach um ihn zu ärgern. Okay. Okay, da ist der Offizier von ihm. Der haut da ab. Sucht er uns? Der ist vielleicht wieder aufgefrischt worden. Da kommt der nächste. Versorger. Okay. Der Offizier muss raus. Noch ein Offizier. Da ist der Offizier. Wobei, nimm erstmal das BMP, bitte. Oh, shit. Jetzt habe ich hier oben gepennt. Jetzt hat er uns dort den... unseren Offizier rausgenommen. Das ist schlecht. Shit. Oh, hallo. Alter, da füttert jetzt aber wieder... Oh Gott, was kommt denn da noch? Okay, wir müssen hier erstmal raus. Haben wir noch Radleys? Ja. Nice. So, wir haben den Punkt aber. Das heißt, wir führen mit plus 3. Hatte ich jetzt hier nicht Infanteristen? Yes. So, die werden repariert. Der Hemd ist bald leer. Da kommt der nächste Offizier. Wir führen mit plus 3. So, aber mittlerweile hat er kaum noch Moral. Die geht immer kontinuierlich nach unten. Und ich habe den Eindruck, er hat bald keine Einheiten mehr. Scheiße, der war unter Feuer, der war offen. Oh shit, er hat es tatsächlich geschafft, dort noch T-55er in den Wald reinzusetzen. Weil er unbedingt den Offizier da sucht. Du kleine Arschmade. Hallo, meine Freunde. Oh, shit. Ah, noch ein Abrams zu verlieren ist halt teuer.
Hat er jetzt den Offizier, oder Quatsch, den T-55 wieder aus dem Wald rausgezogen? Oh, verdammt. Ich weiß es einfach nicht. Wir lassen ihn mal da stehen. Versuchen ihm da den Versorger kaputt zu machen. Nein, da ist der T-55. Oh, verdammt! Ja, er nimmt den Offizier jetzt raus. Damit brauchen wir aber einen neuen Offizier. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir noch irgendwo einen herzaubern können. Damit können wir, könnte es jetzt sein, dass wir die Runde verlieren, weil wir... Muss ich mal gucken, ob der Offizier hier oben da ist. Jo. Geh mal bitte dahin. Ja, das war jetzt hier ein ziemliches Risikospiel, muss ich zugeben. So, da ist noch ein Fahrzeug. Oh, da kommen die nächsten Fahrzeuge. Okay, dann erstmal zurück. Da geht jetzt der nächste Abrams raus. Und da geht der nächste Abrams raus. Verdammt. Er hat da jetzt sich... Oh, hallo. Was machst denn du da, mein Freund? Oh, verdammt. Ich glaube, das könnte jetzt ziemlich ekelhaft werden hier. Wir müssen die da ranholen. Oh, scheißen Dreck. Triff nicht. Triff nicht. Ah, trifft aber. Wir müssen das so teuer wie möglich machen. Er führt immer noch mit plus 1, weil wir hier natürlich jetzt hier keinen Offizier reinführen können. Aber dass wir da 2 verlieren. Wir können nur versuchen, dass wir jetzt hier den Offizier da reinkriegen. Ansonsten haben wir in 7 Minuten verloren. Aber er hat kaum noch Moral. Ja, warte mal, hier waren ja auch Infanteristen. Die kriegen wir nicht gespottet. Die machen uns bloß wieder kaputt. Wir wussten... Ja, da waren ja auch noch ein paar. Mal gucken, ob die jetzt aufgehen, die BMW. Oder ob er die hier weggezogen hat. Weil ich meine, er hat noch 50 Punkte hier. 50 Moralpunkte. So viel kann er nicht mehr haben. Aber unsere Verluste waren hoch. Und ich finde es spannend, dass er mit den Mix nicht wirklich nachpusht. Aber er weiß anscheinend, dass ich selbst noch AAs habe. Komm, Risiko, jetzt mit dem Offizier von da aus rein. Oh, das Trailer. Nice. Noch ein Versorger-Truck. Oh, hallo. Da sind die Infanteristen, mit denen er uns gerade ärgern wollte.
Alarm, noch 10 Minuten, erzähl mir was Neues. So, jetzt fahren wir von hier aus rein. Aber wir gewinnen das nicht mehr in 10 Minuten. Es sei denn, wir finden jetzt hier den Offizier, den er noch irgendwo hat. Die Frage ist, wo ist der? Hehe. Mordschützen. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, er hat keinen Offizier mehr hier, oder? Da ist noch eine Infanterie. Okay. Jetzt führen wir mit plus 2, aber das sind jetzt 7 Minuten und es läuft noch 9 Minuten. Sag es nicht, der hat kein Benzin mehr. Leck mich doch am Rockzipfel, der hat kein Benzin mehr. Oh shit, verdammt ich. Wir lassen die jetzt mal auf offenem Feld da stehen. Okay, wir greifen die da an. Nochmal eine Strela. Ja, wir haben einiges an Verluste einstecken müssen. Das stimmt natürlich jetzt hier. Mhm. Nochmal Mod-Schützen. 33 Moral. Er hat nicht mehr viel. Oh, hallo, noch eine Strela. Die zwei Abrams hier zum Beispiel, das war unnötig. Das hätte so nicht sein müssen. Und dass wir jetzt hier fast eine Stunde wieder dranhängen, ist auch krass. So. Er kriegt wieder Sprit. Und jetzt sind es noch 5 Minuten. Ich hoffe jetzt nicht, dass er hier noch irgendwo Infanterie hat, aber ich glaube, die haben wir ihm komplett aus dem Wald gejagt. Und hier habe ich jetzt auch wenig Lust noch. Oh nee, das mache ich nicht. Noch einen Versorger zu verlieren, wäre jetzt dumm. Aber wir haben ihn geärgert und vor allen Dingen haben wir ihm das Panzerbataillon ordentlich zugesetzt. So, 4 Minuten, dann haben wir gewonnen. 5 Minuten 30 läuft das Ganze noch und es sieht im Moment nicht danach aus, als ob er jetzt hier noch... fahr mal lieber. Als ob er jetzt hier noch groß was uns entgegenbringt. Wir können mal noch gucken, ob wir irgendwo Einheiten finden. Aber dass wir das tatsächlich über die komplette Zeit spielen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, da steht tatsächlich noch was. Na komm, dann holen wir uns die Mod-Schützen da noch. Lohnt sich ja sogar noch mal hier ihn Infanterie wegzunehmen. Sehr schön. Weil alles, was wir ihm jetzt rausnehmen, müssen wir später nicht bekämpfen, wie ich immer so schön sage. Aber was ich jetzt mal nicht mache, ist hier noch ein Risiko eingehen und in die Nähe seiner RPGs dazu gehen. Ja, die Artillerie ist immer noch dort. Das schaffe ich auch höchstwahrscheinlich nicht mehr, wenn ich jetzt hier die Marder dahin schicke, oder?
Eine Minute noch. Ja, das wäre das Einzige, was jetzt noch cool gewesen wäre. Da hätte ich eher drauf reagieren müssen. Ihm da die Artillerie streitig zu machen, aber das schaffen die Marder nicht mehr. Nee. 4 Sekunden, 3, 2, 1 und damit haben wir das Ganze gewonnen mit zu vielen Verlusten, wie auch schon beim letzten Mal. 65 diesmal. Wir machen 180 Abschüsse. Also klar, das Verhältnis ist immer noch gut, aber es kippt so langsam. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber wir haben anscheinend die zwei komplett zerstört. Das ist schon mal gut. Wir haben die zwei komplett zerstört. Das Praktische ist jetzt, die nächsten Gegner, gegen die wir kämpfen, haben nicht mehr ganz so viel T-55er, sondern das ist primär dann Infanterie. Mit zwar noch ein bisschen T-55-Unterstützung, aber auf jeden Fall deutlich angenehmer. Die Panzerkompanien haben wir damit also rausgenommen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal Feierabend für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil wir sind jetzt hier bei 4 von 6 Ermüdungen. Wenn er uns jetzt hier beim nächsten Mal angreift, in der nächsten Rundenwechsel, wird es hart. Denn danach, wenn wir bei 6 von 6 angekommen sind, ist die Einheit auch bloß weg. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Ich sage danke an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: Gemornfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Heimdall, Rico, Franz, Wolfgang, Roblitz, Jan VG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Herr.